Natürlich geht's weiter. So, pass mal auf, wir müssen uns mal hinlegen. Schlafen bis 5 Uhr. Was haben wir gesagt? 6 Uhr machen die auf, ne? Das passt. $508 haben wir verdient. Nein! Das hat ja mal richtig was gebracht. Was haben wir Sonntag? Nee, was haben wir Samstag? Nein, nicht schlecht. Warte mal, wo ist unser Auto denn? Wer hat unser Auto geklaut? Unser Auto, das müsste hier unten irgendwo stehen. Natürlich. So. Achtung, ich komme hier, ich bin das Gelbe. Warte mal, hier müssen wir eben rein. Oh, Mist. Die Müllsäcke sind auch so hart. Nein, das ist illegal. Wir dürfen nicht illegal parken. Das ist legal. Zwar schief, aber immerhin. Haben die schon auf? Nein, wir haben Sonntag. Nein! Okay. Ich habe gar nicht drauf geguckt. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Na gut, dann können wir da heute nichts kaufen. Geht eben nicht. Haben die geöffnet? Öffnen in 6 Minuten. Die haben Sonntag auch dicht. Okay. Hat der Laden auf? Die öffnen in 2 Stunden. Das ist großartig. Dann können wir da schon mal ein bisschen Burger besorgen. Haben die denn offen? Die öffnen in 4 Stunden. Oh, super. Na toll. Okay. Na gut, hat sich erledigt. Nein, ich will den Lager nicht viel fahren. Fahren, 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 fahren. Früher Vogel fängt den Wurm und so. Das machen wir weg hier, brauchen wir nicht mehr. Was haben wir hier? Lukas Pizza. Oh, der war rot. Hey, die drängeln mich, die haben mich voll rausgedrängelt. Ich konnte nichts anderes machen. Ich musste fahren. Warte mal, das ist hier. Die haben öffnen auch erst zu spät. Hallo, der hast gehört, der hat gehupt. Ich muss immer rot fahren, was soll ich tun? Ich kann nicht mal parken hier. Was haben die denn auf? Warte, ich wollte doch zu Ika. Da bin ich hier voll verkehrt. Hier wird man genötigt. Man wird hier genötigt in der Stadt. Hat Ika denn auf? Hat Ika überhaupt auf denn? Die haben doch immer auf. Die öffnen in 3 Stunden. Die öffnen in 3 Stunden, das ist großartig. So, und die hier? Öffnen in 1 Stunde. Da wollte ich hin. Warum hat der denn dicht? Weil der kleine Laden ist, ne? Ja. Na gut, dann fahren wir da mal hin. Dann können wir schon mal die Burger kaufen. So, wir halten uns voll an die Verkehrsregeln. Ich vermisse hier eine Hupe. Ich vermisse hier echt eine Hupe. Alle hupen sind, ich darf nicht. Vorsicht, ich habe hier Vorfahrt. Doch, ich kann hier. Ja, wollte ich in eine Richtung. Alter, was läuft hier ab? Das ist ja furchtbar. Okay, gut. Oh, Sekunde. Hier parkt ein Rettungswagen. Ist das so üblich da? Haben die schon auf? Die haben auf, siehst du wohl. Gut. Pommes. Pommes frites, Salat, Hotdog, Pizza, Burger. Da sind Burger. Burger. Ach nee, warte mal, bevor zu parken. So. Ich muss mal hier Burger haben. Burgers. 100 Stück. So. Die kosten $67. Und die verkloppen wir für. Boah, ich würde mal sagen, für $10 Stück. Dann haben wir ein bisschen Gewinn gemacht, ne? So. Hü. Ja, pack das ein. So. Haben wir? Reichen 100? Ich weiß nicht, sollen wir wieder 2 Kartons nehmen? Komm, nehmen wir 2. Was wir haben, haben wir. Jetzt die Frage, kriegen wir auch Papiertüten hier irgendwo? Ich weiß nicht, ob wir die hier irgendwo kriegen. Ich habe keine Ahnung. Papiertüten. Wäre ganz cool. Ich weiß nicht, brauchen wir die überhaupt? Die brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Oder? Doch, die brauchen wir. Das muss ja irgendwo reingeproppt werden, der Kram. Papiertüten, da sind sie doch. Guck mal eine an. So. Die brauchen wir natürlich auch. Normalerweise sollten wir auch Getränkedosen haben, ne? Finde ich.
schmeiß das mal da rein. So, pass mal auf. So, Getränkedosen nehmen wir auch nochmal ein Paket mit. So. Rinnenhobel. Mal gespannt, was wir hier... Alter, die ganze Seite ist ganz irgendwie eingedellt, ne? Hallo, ich glaube, ich habe bezahlt, du. So, kosten $250. Kriegen wir hin. Alles klar. Wundervoll. Dann haben wir das schon mal drin. Wir lassen mal nach IKEA fahren. Da können wir noch ein bisschen einkaufen. Weil wir müssen ja noch unbedingt, ganz dringend, noch einen Lautsprecher besorgen. So. So. So früh morgen ist ja noch gar nichts los, ne? So. Ach, wie schön. So, Rinnenladen. Ach, hier ein bisschen shoppen. Hü, komm rein. Ding, ding. Wunderbar. Und ich glaube, so ein Burgerladen, der braucht auch, glaube ich, Sitzgelegenheiten, ne? Aber ich glaube, da müssen wir erstmal drauf verzichten. Das machen wir später. Also wir brauchen irgendwo einen Lautsprecher. Hier muss irgendwo ein Lautsprecher rumstehen. Wir brauchen Musik da. Da ist Musik. 400? Gibt's nicht. Da war doch billiger der andere. Was haben wir denn hier? $80. Na gut, das sind. Okay, vielleicht sind die ein bisschen klein. Gibt's die nicht ein kleiner, die Lautsprecher? Ika, habt ihr auch kleinere Lautsprecher? Das kann doch nicht sein, dass die alle so teuer sind, so groß sind. Nee, hier sind wir verkehrt. Wir müssen irgendwo einen Lautsprecher finden. Gott, das sind Leute hier. Das ist ja furchtbar. Ich mag sowas ja gar nicht. Ne? So viele Leute. Ich brauche kleine Lautsprecher. Ich brauche mal irgendwo kleine Lautsprecher. Wo finde ich sowas? Was ist denn das hier? Preis für die Kaffeemaschine. Oh, die ist was für zu Hause. Die haben wir doch irgendwo gesehen. Die. Wo haben wir die billigen gekauft? War die jetzt gleich hier vorne? Irgendwo hier? Da. Warte mal, was kosten die? Kosten 300. Siehst du, die wollen wir haben, die kleinen. So. Gehen wir runter zu bezahlen. Was haben wir hier noch? Getränkekühlschrank. Was kostet der? Steht da kein Preis dran, ne? Ich finde keine Kasse. Gib mal eine Info. Oder weil wir es in der Hand haben. Das ist bestimmt das. So. Ja, nur Kauf. Zum Glück haben die so viele Kassen hier. Zum Glück haben die so viele Kassen. Aber einzig, was hier noch fehlt, ist ein bisschen Musik, ne? Hier fehlt ein bisschen Musik im Laden. Hier mag ja keiner einkaufen. Naja, ich glaub, wenn du das billig machst, glaube ich, dann kaufen wir alle ein, ne? So. Haben wir das auch. Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch... Weil die haben ja alle dicht. Die haben ja alle dicht. Ne? Die haben ja alle geschlossen. Da müssen wir normalerweise noch hin. Ladeneinrichtung und wir müssen eigentlich noch ein Regal haben. Wir müssen uns eigentlich noch so ein Lagerregal kaufen. So, da sind wir gewesen. Da sind wir gewesen. Lass mal kurz ein bisschen drehen hier. Wir haben noch 8000, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was so ein Industriegrill, was der kostet. Ich hoffe nicht, dass er so teuer ist. Ich hoffe nicht, dass er so teuer ist. Da müssen wir nämlich hin und das ist erst um 6 Uhr macht er auf. Ich denke mal, wir sollten erstmal nach Hause fahren, wa? Wir fahren mal nach Hause. Putzen einmal den Laden, wenn der noch dreckig ist. Ich habe keine Ahnung. Doch, da haben wir geputzt, da sind wir fertig. Da müssen wir nochmal rein, da müssen wir da nochmal hier die Sachen schon mal platzieren. Das ist eben so, wenn man ein Geschäft hat. Ne? Da hat man keine Zeit für Sonntag zu Hause hocken oder ne? Schön mal Fernsehen gucken. Keine Zeit. Ja, ich weiß. Ich pack mal hier vorne. Müssen wir im Stück laufen. So. Ach so, Lagerverwaltung. Was haben wir denn hier? Getränkedosen haben wir auch noch. Die Lautsprecher, nehmen wir den schon mal mit.
So, wir haben ja die Sackkarre noch nicht geklaut. Nein, ich will dich nicht anpassen, ich will rein. Lautsprecher platzieren. Passt schon. So. Haben wir. Jetzt müssen wir kurz die Sackkarre holen. Nein, reinigen wollte ich nicht. Ich wollte die Sackkarre haben. So. Lalalala. Ist auch ein mickriger Laden, ne? Ist unheimlich klein. Aber na gut. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Lagerverwaltung. Haben wir. Nur wieder zurück. Und dann, ja, keine Ahnung, ich will das Schild nicht anpassen. Papiertüten platzieren hier, ne? Ah, nee, geht gar nicht. Warte, nee, will ich gar nicht. Alles klar, wir sind drin. Gut. Warte mal, was haben wir sonst hier noch? Warte, was machst du denn da? Die Burger. Lass mal hier reinfahren. So. Fahrzeug parken. Parken wir mal da, weil wir, ne, wir können ja eh nicht. Das Lager gucken. Getränkedose haben wir da. Und die Burger. Gut, wir brauchen sowieso erstmal ein Lager. Ich hoffe, die sind nicht weg, ne? Ich hoffe, die verschwinden nicht. So. Haben wir. Lass mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Haben wir auch im Lager schon mal geguckt? Das ist voll aufgefüllt. Da fehlt noch ein bisschen was. Wir haben auch nichts mehr, ne? Wir haben nicht noch mehr Reserve. Was haben wir hier denn noch? Doch, wir haben 108 Preis für Geschenke haben wir noch. Da nochmal 13. Okay, langt. Und sauber ist der Schuppen auch. Sauber ist der Schuppen auch. Gut. Schilddesign anpassen. Wie geht das denn? Typ 1. Oh, hier. Ja, weiß. Limette. Dunkelgrün. Lampenfarbe. Weiß. Limette. Was haben wir sonst noch für Farben? Dunkelgrün. Hilft aber nichts. Das ändert sich nicht, ne? Das muss blinken, muss das. Ganz furchtbar blinken. Lampenfarbe schwarz. Großartig. Was haben wir sonst hier noch? Gelb. Dunkelgrün, schwarz. Ach, mal mit blau. So, haben wir. Jetzt haben wir, ja, das wird aber Zeit, dass wir mal in die Haie kommen. Warte mal, wir müssen noch ein bisschen einkaufen, ne? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz einkaufen, aber das können wir auch zu Fuß erledigen. Da laufen wir mal kurz hin. Weil wir haben, glaube ich, nur einmal Futter zu Hause, das reicht ja nicht. Das reicht ja nicht. So, Vorsicht, ist grün. So, haben die auf? Ich glaube, die haben auf, ne? Der hat, glaube ich, immer auf, ne? So, ein Köpfchen nehmen hier. Frische Lebensmittel. Na, warte mal. Hier, warte. Was soll man hier mitnehmen? 10. Wir machen mal. Okay, mehr geht nicht. 10 ist Maximum. Gut. Hier meine Kasse. $80. Ja, ja. War wieder so sauteuer. So, ab nach Hause. Hey, da war grün. Hast nicht geguckt? Ja, die fahren hier auch wie die wollen. Die fahren wie die wollen. Verkehrsregeln gibt es hier nicht. Und die Ampeln sind auch nur zur Beleuchtung da. So, ab nach Hause. Wupp. Wupp, wupp, wupp. So, hier mal her. Pack den Kram mal rein. Erstmal eine Runde. Und dann müssen wir schlafen. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Wann machen die auf? Da wollen wir hin, ne? Der macht auf um 6 Uhr. Finde ich großartig. Um 6 Uhr, dann pennen wir bis. Jo. Schlafen wir bis 6 Uhr. Das macht ja nichts. Wir können ruhig ein bisschen, ne? Heute mal ein bisschen länger, ne? 11 Stunden schlafen, hallo? So, das reicht. Gesamtgewinn $148 minus. Alter Freund. Das ist natürlich jetzt hart. Warte mal, essen brauchen wir nicht. Nee, essen geht. So, hier.
ab ins Auto. Passt das? Ja, passt. Augenmaß. Vorsicht, ich parke mal hier direkt vor die Tür. Ich bin ja schon da. Na gut, siehst du? Pünktlich zur Öffnungszeit sind wir da. Warte mal, ich muss mal ein bisschen drehen. Da sind wir hin. Guten Tag. So, wir brauchen mal so ein Apparat auf jeden Fall. Und wir wollten mal gucken, was war das jetzt? Industriefritteuse. Warte mal. Industriegrill. 1800. Oh, das geht aber noch. Hotdog-Grill. Den müssen wir haben. Wupp. Der ging ja noch. Ich habe schon gerechnet, dass es viel teurer ist. Industriefritteuse. Industriekühlschrank. Pizzaofen. Alter, 10.000 Mücken für so ein Apparat, ne? Ist natürlich schon heavy. Was war das noch, was wir hier gucken wollten? Ja, genau. Wir wollten noch ein Lager, hier ein Lagerregal haben. Wupp, haben wir auch. Wollen wir bezahlen? 3.000, Alter. Da schmilzt unsere Kohle ja weg. So. Ja. Hat wieder wehgetan, so ein bisschen. Aber gut, wer nicht investiert, ne? Wie sagt man so schön? Sonst geht der Vater Staat mit der Kohle ab, ne? So. Ich wollte noch mal gucken. Wir sind jetzt gerade hier. Da sind wir. Und da ist der Arbeitsvermittlung. Die öffnet in einer Stunde. Da können wir mal fix rüberfahren. Ist ja auch ein Stück zu fahren, ne? Also wollen wir ja nicht, ne? So. Ach, wie schön. 7 Uhr morgens, kein Verkehr. Großartig. So lebe ich mir das. So viel ist gut. Hey, du hast mir ein bisschen voll ins Auto gefahren. Das geht vor Gericht, mein Freund. Ja. Bloß nicht stressen hier jetzt, ne? Okay. Ach, die öffnen um 8 Uhr. Ach, gut. Ach, Gott. Ja, gut, dann ist aber auch gleich soweit. Geht ja ganz schnell. So, ich bin jetzt gleich wieder da. Sekunde mal. Gib mir eine Sekunde. So, und wieder da. Oh, ja, die haben wir schon offen. Bin schon mal fix rein. So, Personalvermittler. Ich brauch mal. Unternehmen, Geschäftswesen. Mahlzeit. Wir nehmen Mahlzeit, wir brauchen Fähigkeiten. Kundendienst, ne? Kundendienst. So, alles, was da ist, wir brauchen Minimum. Pass mal auf, gib mir mal 4 Kandidaten. 2000, alter Freund. Oh, das wird mir billiger. Gut, alter Freund. So. 4 Tage. 4 Tage für die Suche. Und 4 Kandidaten. Gut. Den Rest, den kläre ich alleine. Wenn, dann muss ich den Laden eben selber schmeißen. Kriegen wir irgendwie hin. Bestätigen. Das wär's. Danke. Ich bin da mal durch, du. So, warte mal. So eine Putzkraft, ne? Aber die müssen wir später besorgen. Das reicht ja auch, wenn man so eine Putzkraft den Halbtag hat, ne? Weil so viel Putzen ist da ja noch nicht. So. Wir haben jetzt... Sekunde, ich muss mal gucken. Der Lou, hallo, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen und dir auch einen wunderschönen Sonntagmorgen oder Sonntag. Quatsch, Sonntag, Montag. Ostermontag, so wollte ich sagen. Mein Gott. du willst Multi werden? Ja, natürlich, natürlich. Also, ne? Da haben wir schon ewig drauf gewartet, dass es soweit ist. Warte mal, was habe ich jetzt alles? Habe ich jetzt alles eingepackt? Habe ich alles gekauft? Ja, haben wir. Gut, dann fahren wir mal zurück. Vorsicht, ich hab hier gelbes Auto, weißt Bescheid? So. Gelbes Auto und war das hier, wo wir rein müssen? Ich glaube ja, ne? Leute, nicht im Weg. Da ist unser anderes Geschäft. Oh Mann, oh. Verkehr hier. Warum hat der nur... So, klar.
Das war beabsichtigt, ne? Ja, ja, klar. Fahr mal alles dicht hier. Siehste. Ich muss mal kurz Platz machen. Alter, das Auto kriegt halt mit hier. Das ist ja furchtbar. Oh, wir müssen auch tanken bald mal. 55 haben wir noch. Warte mal, parken. So. Lu, du hast ja schon 142 Stunden gezockt. Alter, ist das viel? Hast du 24 Stunden das Ding gegangen? Oder hast du hier das auf Pause stehen und laufen lassen? Nein, Quatsch. Spaß. So, warte mal auf. Wir haben, was haben wir eigentlich im Lager? Was haben wir gekauft? Lagerregal, Industriegrill. Das ist auch nicht besser als... Nee. Wir bemühen uns ja, was wir haben, ne? Komm, wir haben hier eh. Wir müssen eh laufen. So weit ist es auch nicht, ne? Da können wir mal schnell rein hier. So, platzieren wir das schöne Ding mal. Wupp. So, da ist es. Burger. Ist das schon gleich belegt, oder was? Den kaufst du mit fertig Burger drin. Ist ja nicht zu fassen. Warte, ich muss nochmal, was ist denn jetzt los? You got two businesses now, huh? I think that's what the media calls a serial entrepreneur. Ja, multitasking. I'll let you get back to it. And I'll catch up with you later, kid. Ja, erzielt einen Tagesumsatz von $50 pro Unternehmen. Das sollte wohl nicht so schlimm sein. Vielleicht. Mal müssen wir mal schauen. Immer noch krank geschrieben, das ist natürlich Panne, ne? Na gut, ich meine, dann muss man auch was, dann hat man auch was vor. Oh, fast überfahren. Ich will das Schild auch nicht, jedes Mal klicke ich auf dieses blöde Schild. Jedes Mal. So, warte mal, platzieren. Nein, ich muss umdrehen, wie war es noch? So. Zack. Fahr da mal hin. Siehst du schon? Bester Kram. Was willst du mehr? So, park das Teil mal. So, dann haben wir hier so eine... Wir haben eine Multi-Sackkarre. Die ist, glaube ich, ein paar Mal da. Gut. Das haben wir. Der Laden ist soweit klar. Das einzige Problem, was wir haben noch keine Sitzgelegenheiten, ne? Aber sollten wir Sitzgelegenheiten jetzt kaufen? Den Laden denn erst morgen eröffnen? Du hast echt viel Zeit zum Talken. Ja, das stimmt. Na gut, ich klar. Wenn man, ne? Krank geschrieben ist, ist natürlich Panne. Warte mal, was haben wir denn? 3000 dran. Wir müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Was haben wir denn? 12 Uhr etwas. Wir können noch mal los. Dann machen wir den Laden morgen auf. Jungs, ich muss hier mal ins mein Auto ran. Das nützt. Jetzt parkt ihr hier alles zu. Ich komme hier nicht durch. Gibt's ja keine Hupe an dem Auto. Wir müssen mal kurz nach Ikas. Jungs, ich hab hier gelbes Auto. Achtung, gelbes Auto. Oh, warte, wir müssen hier rum. Da ist Ika, die haben bestimmt noch auf, ne? So. Boah, das war auch knapp. Normal dürfen wir auch Binder im Parkplatz parken, ne? Weil das Auto ist so kaputt. So, pass mal auf. Wir wollen mal gucken. Hü. Ding, ding. Kommst du rein? Gleich eine ganze Horde Leute hier, ne? Furchtbar. Da ist eine Sackkarre. Gut, die brauchen wir. Plattformwagen. Nutz mal so einen. Aha. Wir brauchen Stühlchen. Was kosten die hier? Normaler Stuhl, 100 Mücken. Normaler Stuhl, 100 Mücken. Wir brauchen so einen. Wir brauchen auch einen Tisch, ne? 300 und einen Standardtisch. Wir brauchen sowas ja, ne? Gibt es die nicht billiger? Ich meine, 300 Mücken ist ja nicht teuer, ne? Ach komm, ein bisschen. So, 2. Was haben wir jetzt hier? 3 Stühle, 4 Stühle, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, passt. Vorsicht, Vorsicht, Achtung, ich muss hier mal, Sekunde, ich muss hier mal durch. Dann haben wir wenigstens mal einen Tisch zum Hinsetzen. Ich fürchte mal, dass wir nicht so viele Kunden am ersten Tag bekommen. Ich bin hier mal kurz durch. Warte mal. 990, das ist doch, ja, das nehmen wir. Oh, das hat wieder ein Loch in der Kasse gerissen, aber es geht noch. So, was? Vorsicht, 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 ich komme hier mal durch. Sekunde, Achtung. Großeinkauf. So, hoffentlich passt das alles ins Auto. Passt.
Super. So. Ja, parken wir das Fahrzeug mal hier so hin. Ist ja Standard, ne? Die schmeißt man dahin, wo man gerade Lust hat. Mülleimer. Aber ich habe keinen Mülleimer. Mist, wo kriege ich den denn her? Warte mal, den müssen wir noch. Den kriegen wir nicht hier. Warte mal, Mülleimer. Da müssen wir noch hin, ne? Da kriegen wir auch einen Mülleimer, glaube ich. Da müssen wir hin. Ziel festlegen. So, warte mal. Mülleimer müssen wir noch haben. Hoffentlich ist er nicht so teuer. Hoffentlich kostet er nicht ein paar Tausender. So. Siehste. Gelbes Auto. Grün, 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 grün. So. Illegal parken. Illegal parken. Da wollen wir rein. Wir brauchen einen Mülleimer. So. Hallöchen. Gleich hier vorne. Das habe ich noch gesehen. $30. Das ist gut. Das nehmen wir doch. Das ist... warte mal. Wir müssen hier hin. Bestellung aufgeben. Jungs, eure Kasse ist immer noch verkehrt rum. Hoffentlich kriegen die das irgendwann mal hin. Habe ich denn Platz noch für ein Auto? Oh, passt gerade eben so, ne? Jetzt ist die Karre nämlich voll. So, ab nach Hause. Ah, man kann hier auf dem Bürgersteig noch nicht parken. Das gibt immer böse Ärger. Oh, hey. So, passt. Kostenlos legal parken. Super. So, warte mal. Lager verwalten. Nee, ich will nicht. Nee, aussteigen. Warte mal. Lager verwalten. Wir nehmen schon mal den Mülleimer mit. So. Nein, das ist verkehrt. Die Steuerung ist noch ein bisschen hakelig. Da muss man sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Müll platzieren. So. Zack, Mülleimer. So, haben wir. Jetzt müssen wir nochmal die Sackkarre holen. Die alte. Lalalala. So, warte mal. Ah. Den Tisch habe ich nicht mit. Ich wollte den Tisch erstmal mit haben. So, passt. Warte mal, rein in den Laden hier. So, Standardtisch. Platzieren. Wo hätten wir denn gerne hin? Das ist mitten im Weg. Das ist doof. Kann ich den auch wieder bewegen? Ach, kann ich. Gut. Hoffentlich kriegen wir da noch... Passt schon. Der Laden ist auch viel zu klein eigentlich, ne? So, Stühlchen platzieren. Nein. Hallo, lauf da nicht jedes Mal hin. So, zack. Das muss ich echt noch üben hier. Platzieren. Lager verwalten. Platzieren. Passt. So. Hü, hol den Rest. Ah. Wer ist hier fast überfahren? So, normaler Stuhl platzieren. Zack. Normaler Stuhl platzieren. Ist noch ein bisschen umständlich, ne? So, und den letzten auch noch. Platzieren. Passt. Ist doch gar nicht schlecht. Haben wir. So, Putz ist Kram. Putzkram ist da. Wir haben Papiertüten sind da. Alles da. Ich würde sagen, Radio läuft auch. Ist ein Farbe ist natürlich ein bisschen Panne, aber na gut. Licht ist auf jeden Fall. Funktioniert auch. Super. So, müssen wir ihn öffnen. Müssen wir hier nochmal was regeln. Plan. Reinigungsstation. Registrierkasse. Ach gut, das sind ja wir. Ne? Wir machen mal auf von... Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ne, warte mal. Wir müssen Samstag, Sonntag aufhaben eigentlich theoretisch. Und Montag ist ein Feiertag. Und Montag ist für uns ein Feiertag. Ich glaube schon. Das machen wir so. Und dann öffnen wir mal... Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn? Können wir da nicht arbeiten? 8 Stunden. Aber pass mal auf. Wir starten mal 6 Uhr morgens bis... Wir machen 10 Stunden, 16 Uhr. Weil wir noch alleine sind. Ne? Also wir müssen ja noch ein bisschen...
müssen wir natürlich selber noch ein bisschen was tun. Bis 16 Uhr machen wir mal. Ne? Also da müssen wir auf jeden Fall morgen ran. Bevor du da heute arbeitest, ess besser etwas. Ne, wir starten ja erst morgen. Ne? Also kein Stress. Machen wir ganz, ganz easy. Um 6 Uhr geht's los und dann mal gucken, was wir hier verdienen. Und zur Not müssen wir halt eben... Warte mal, Montag war ein Feiertag. Dienstag. Da wollte ich hin. 16 Uhr. Ach, siehst du, guck mal, deswegen war da nichts los. Ah. 10 Stunden. So, dann brauchen wir ein bisschen Angestellte. Da wollen wir dann auch mal dabei gucken. Aber die haben wir ja, die haben wir angemeldet. Mal gucken, wann die kommen und dann werden wir die mal einsetzen. So, Lieferung haben wir natürlich noch nicht. Gut. Morgen geht's los. Alles klar. Mal das Tool, alles klar, wunderbar. Das Ding ist ein furchtbarer Weg. Ich fahre das mal hier hinten hin. So. Der Laden ist eigentlich auch zu klein, ne? So. Der ist eigentlich auch zu klein für so einen Imbiss. Theoretisch, weil wenn wir dann nachher ein paar mehr Sachen reinbauen wollen. Hm, mal gucken. Mal sehen, wie viele Kunden wir reinkriegen. Mal schauen. So. Ach, wie schön. Fertig. So, warte mal, was haben wir jetzt? Ja, ich weiß, das für dich ist schmutzig. Ich muss dann mal kurz putzen. Na, hast du was verkauft heute? Oh doch, ein bisschen hast du verkauft. Das ist cool. So, ein bisschen sauber machen hier. Ja. Ist ja aber auch, ne? Die machen ja, die bringen auch einen Dreck rein, ne? Komm, los, den letzten Rest noch hier. 98, da hinten vielleicht noch irgendwas. Oh, alles klar. Wunderbar. Gut. Getränkedosen sind noch ein bisschen da. Aber zwar nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Was haben wir im Lager eigentlich noch? Da müssen wir kurz mal gucken. So viel könnte da nicht mehr sein, ne? Lagerverwaltung. Oh. 75 Stück sind noch da. Gut. Alles klar. Getränkedosen, die reichen auch noch, ne? So. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Pofe, ne? Was essen und dann... Ja, genau. Das trinkt gerade ein bisschen was zu essen. Oh. Magen ist voll, wunderbar. Renn in die Koje. Wann machen wir auf? Super, bisschen Held. Hast gar nicht geguckt, ne? Mahlzeit. Wann machen wir auf? Wann öffnen wir? Wir öffnen um 6 Uhr, alles klar. Muss ich ja wissen, dass ich hier nicht bis in die Puppen penne. So, 5 Uhr, 24, gut. Der Lusche, Essen... Er ist immer erst am Morgen. Ja gut, das hätte ich auch machen können. Aber man geht ja nicht mit knurrendem Magen ins Bett. Da kannst du ja nicht schlafen. So. Lass mal hier, ne? So, hü. Den brauchen wir nicht mehr. Wo ist denn... Warte mal. Sekunde, ich muss da mal ein bisschen ran. Mahlzeit. So, pass mal auf. Wir haben noch etwas anderes. Wo war das denn hier? Inventar und Preise. Einblick. Wir können das Ding kaufen. Im Spiel geht das prima, weil der morgens eh wieder Hunger hat. Da hast du recht. Stimmt. Marketing, nee, Einstellungen. Haben wir denn hier was Tolles? Schnell Restaurant. Änderung speichern. Ja klar. Unternehmen aufgeben. Nee, Moment nicht. Zuschrift? Hm, na gut. Gut. Das ist gut. Warte mal, wo haben wir es hier? Warte mal, also wir müssen da mal gucken. Sekunde. 302 Dollar am Tag. Das ist doch großartig. Wir machen gerade 370 Dollar minus. Ist klar, wenn der Laden leer ist und nichts los ist, ne? So. So. Natürlich, das mache ich selber. Das Geschäft ist derzeit geschlossen. Geht aber gleich los. Keine Ahnung. Jetzt so. Die Wendung Bühne. So, ihr seid aber auch, ne? Ich würde sagen, der Laden, das ist doch gar nicht mal so, ne? Da ist was los. Zum Glück haben wir Mülleimer. Alter. Mit dem Geschenkeladen mache ich ca. 3500 Dollar am Tag. Ja, bei uns fehlt eine Null. Aber wir sind ja gerade angefangen. Wir müssen erstmal, ne? Ein bisschen üben hier. Ja, die sind am Meckern, weil der Boden nicht schön ist und die Wände nicht toll sind. Aber ich meine...
Von nichts kommt nichts, ne? Also man kann ja nichts investieren, wenn man da keine Kohle für hat. Alter, was ist hier los? Junge, 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 Junge. Der Mülleimer, füllt er sich auch auf oder geht das so? Muss man den mal... Nee, warte mal. Um Gottes Willen. Nee, alles gut. Gott. Was, wo wartest du? Toba, was ist los? Du sollst hier arbeiten. Komm. Hü. Was machst du da? Toba, was ist los? Hast du irgendwas getan? Nein. Was war denn das? Was ist denn da passiert? Hat aber keinen zugewiesenen Mitarbeiter. Was ist denn hier los? Warum das denn nicht? Was ist denn hier passiert? Hallo? Warte mal. Du bist selbst zugewiesen. Komm. Hü. Was war denn hier passiert? Weil ich bestimmt die Mülltonne verrückt habe, wa? Hallo Smirgol, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Und dir auch einen wunderschönen Sonntag. Ostersonntag. So, Ostermontag. Ostermontag immer noch. Am besten, was steht da immer am besten, die Wände mit den 70-Dollar-Tapeten tapezieren, dann meckern die nicht. Aber das kostet ja eine Unsumme. Am Start hat man nicht so viel Kohle. Oder? Toba, du musst ab und zu auch mal auffüllen, glaube ich, ne? Das geht nicht von alleine. Machst du das selber? Geht das von alleine? Haben wir 16 Uhr geschlossen? Echt jetzt? Ohne Scheiß? Warte mal, Öffnungszeit. Da muss ich mal gucken. Warte, haben wir hier... Tatsächlich, wir machen 16 Uhr dicht. Alter! Genau, Smirgol, habe ich gar nicht gesehen. Stimmt, das habe ich nachher erst gesehen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für dein Resub. Vielen, vielen Dank. 14 Monate, glaube ich, ne? 18 Monate schon. 18. Vielen, vielen Dank. Habe ich gar nicht gesehen. Entschuldigung. Och, Mann. Wir haben 16 Uhr dicht und ich habe Geschäftszeit hier vorne. Och, na gut. Wir brauchen unbedingt Angestellte. Hoffentlich kommt da bald mal was rein. So, können wir hier... Das Geschäft ist derzeit geschlossen. Ja gut, alles klar. Abbrechen. So. Wir brauchen erstmal... Inhalt empfehlen will ich nicht. Lager verwalten. Geht das nicht automatisch? So, Burger. Mach mal voll. So. Lager verwalten. Mal gucken, wie haben wir denn noch hier? 21 Burger. Ach, du Schande. Getränke würden wir auch mal, glaube ich, ne? Die hätten wir auch mit nehmen können. Pass mal auf, so. Nelson, vielen, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. Wir müssen es sauber machen hier. Das geht ja furchtbar aus. Furchtbar. Vor allem müssen wir nochmal sehen, dass wir einen neuen Fußboden kriegen, weil der ist mir zu duster. Man sieht den Schmutz gar nicht. Ich meine, ist eine tolle Sache, dass es so ist, ne? So, hier nochmal hin. Da nochmal hin. Da nochmal vom Mülleimer. Das ist ja ganz schlimm bei denen. So, hier fahren wir vielleicht auch nochmal. Oh, siehst du, guck mal. Alles hier, Schico. Ha! Warte mal, 16 Uhr. Die Burger sind ein bisschen knapp. Ich glaube, wir müssen nochmal Burger kaufen, ne? Ich glaube... Wenn du die 70-Dollar-Tapete nimmst, kannst du den Boden drin lassen. Oh, das ist eine gute Sache. Gut zu wissen. Warte mal, wir müssen... Hat der noch auf? Wie lange hat er auf? Bis 20 Uhr. Und der hier bis... Auch bis 20 Uhr. Schaffen wir das? Das ist ein irre Verkehr da draußen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Wir müssen aber ein bisschen Burger kaufen, weil wenn wir hier am Tag so viel verkloppen von den Dingern, dann müssen wir ja natürlich auch sehen, dass wir... So. Lauf! Lauf! Wo ist unser Auto hin? Da ist unser Auto. Gut. Hier, da ist das Auto. Nein! Ins Auto! Wir müssen Burger kaufen, weißt du doch. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte nicht, Wir hätten fast ein grünes Auto gehabt.
Sekunde, ich wollte aber so durch. Die fahren ja auch wie die Wahnsinnigen. Wie die Blöden, du. Meine Güte. Verbessert zum Großen, der ist preiswerter. Warte mal, ich muss hier mal so durch. Achtung, Vorsicht, Achtung. So. So, wir brauchen gar nicht so weit. Die Burger waren irgendwo hier vorne, ne? Salat, 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 Hotdog, bla bla bla, Pizza, Pizza, Burger. Da. Aussteigen. Burger. So, Rennes Auto. Lalala, wir nehmen noch gleich ein Mehl mit. So, Rennes Auto. Ach, was so schön ist, ne? So. Rennes ins Auto. Zack. Ja, nehmen wir noch einen mehr mit. Macht ja nichts. So. Hü. Ist hier kein Tempolimit hier drin? So, ich muss mal kurz hier. Warte mal, ich bezahle mal schnell. So, Bestellung aufgeben. Alles klar. Oh, Mist. Wir hatten dann die Lampe gestellt. Die war vorher noch nicht da. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Doch, richtig. Siehst du wohl. So langsam kennt man die Map, ne? So langsam weiß man Bescheid, wo hier... Ach, schön. Mist, na gut. Ich hätte mal gleich den... Ding Dong, ich hätte mal gleich den... die Karre mitnehmen sollen. Ja, warte mal, Sackkarre. So. Zack. So. Ach. Was man nicht alles macht hier, ne? So, fertig. Super. Lalalala. Alles aufgefüllt, alles sauber, alles schicko. Dann können wir mal zum anderen Laden laufen, da nochmal sauber machen. Noch haben wir ja die Angestellten dafür nicht. So. Ist das so schmutzig hier? Sieht aber gar nicht so schmutzig aus. Warte mal, apropos. 200. Da hat man noch was drin, ne? 61, so schlimm ist das doch gar nicht. Na gut. Wir tun es trotzdem. Wir müssen unsere Energie ja irgendwie loswerden. Wir haben ja so viel davon. Ich verkaufe die Karre vom Onkel Fred immer, weil die Reparaturkosten bei mir zu hoch sind. Ach so, okay. Ah, da noch ein bisschen was. Komm, es müsste aber mal gut sein, ne? So, oder? Wo ist dieser kleine furzige 1%? Wo ist der? Da siehst du, jetzt haben wir es doch. Wunderbar. So, raus. Jetzt müssen wir erstmal nach Hause. Ah, du sagst erstmal schlafen, ne? Wir schlafen erstmal eine Runde. 6:15 ist zu spät. 5:25 passt. Gut. So. Frisch und ausgeruht. Und jetzt will ich auch sagen, die Folge ist zu Ende. Da sag ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. They must be shocked to see what's happening with your account while the way it's growing. You should find yourself a nicer apartment and buy yourself some really nice furniture. You deserve it. Schönere Wohnung, bist du wahnsinnig? Wovon denn? Nix. Erstmal was essen. So, die Folge, wie gesagt, ist zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Lust habt, lasst doch einen Daumen da und nicht vergessen, abonnieren. Bis dann.